wenn wir über das Thema Menschen retten, über das Thema Asylpolitik, und das ist ja eigentlich nichts anderes oder sollte nichts anderes sein als Menschen retten. Ich finde, da ist jede Form des Protestes angebracht. Sei es nun etwas wie, man schreibt Briefe an die Abgeordneten, oder sei es von mir aus auch Leute, die sich an die Straße kleben oder was auch immer den Menschen einfällt. Es geht um Menschenleben und da ist jede Form des Protests wichtig, weil der Status quo tötet. Jetzt gebe ich weiter an Tobi, der sich spontan vorher gebildet hat, eine Rede zu halten als Privatperson. Vielen Dank, Tobi. Die Intention hinter der Asylrechtsreform ist völlig eindeutig und unmissverständlich. Es geht einzig und alleine darum, die aufgrund von neokolonialer Ausbeutung, Krieg, Armut und der puren Existenzangst fliehenden Menschen an der Einreise in die Festung Europa besser hindern zu können. Die europäische Antibetrugsbehörde OLAF deckte bereits auf, dass die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, auch als Frontex bekannt, systematisch in illegalen Pushbacks vermittelt ist, davon wusste und die Maßnahmen intensivierte, anstatt gegen dieses menschenverachtende Unrecht vorzugehen. Da Frontex eine Agentur mit eigener Rechtsfähigkeit ist und nicht direkt der Generaldirektion für Migration und Inneres unterstellt ist, gibt es ein Kontrollgremium aus EU-ParlamentarierInnen, welches Frontex überwachen soll. Diesem Gremium wurde der Bericht über die menschenfeindlichen Angriffe durch Frontex nicht einmal vorgelegt. Frontex und die EU nutzen jeden möglichen Hebel, um ihre illegalen Angriffe vor demokratischen Strukturen und der Bevölkerung zu vertuschen. Die vermeintlich geltenden Menschenrechte, zu denen sich die Europäische Union allzu oft gerne beruft und es sich auf ihre Fahne schreibt, haben physische Grenzen und es sind die Außengrenzen von Europa, wo sich jegliche Humanität in Luft auflöst. Menschen werden brutal zugerichtet, in stundenlangen Verhörungen psychischem Druck ausgesetzt, abgeschoben, kriminalisiert und misshandelt. Die Asylrechtsreform, die das gescheiterte Dublin-System verschärft, hebelt nicht nur den geflüchteten Schutz aus und entzieht Menschen ihre Würde, es stellt auch die Systemfrage. Wie demokratisch ist eine Europäische Union, die vor Todesangst fliehende Menschen in Gefängnisse inhaftiert? Wie demokratisch ist eine Europäische Union, die Menschen in Drittstaaten abschiebt, die sie noch nie zuvor betreten haben? Wie demokratisch ist eine Europäische Union, die Menschen prügelt beim Versuch vor Armut zu fliehen? Doch Flucht hat Ursachen. Im globalen Kapitalismus gibt es die Teilung in das kapitalistische Machtzentrum und der von diesem Zentrum ausgebeuteten Gegenden der Welt. In Europa leben gerade einmal 9,3% der ganzen Weltbevölkerung. Die Akkumulation von Kapital durch Ausbeutung der Regierung dieser 9,3% lässt die Fluchtursachen der Menschen überhaupt erst zur Realität werden. So ist der afrikanische Kontinent nicht arm, er ist ausgebeutet. Afrika verfügt über die größten Reserven an Kobalt, Uran, Platin, Gold und Diamanten weltweit. Dieses Rauben von Wohlstand, welchen die Selbstbestimmung über die eigenen Ressourcen gebracht hätte, ist unvorstellbar und würde niemals für eine solche Fluchtwelle sorgen, die wir jetzt sehen. Ebenso verhält es sich mit dem Krieg. Westliche Unternehmen schlagen Kapital an Kriegen, die zu Flucht, Leid, Tod und unvorstellbar Zerstörung führen. So kaufte das faschistische Regime unter Erdogan im Jahr 2019 für über 300 Millionen Euro Kriegswaffen und Panzer aus deutscher Produktion, um in Syrien und Rojava einzumarschieren. Auch das imperialistische Großmachtgetue des Autokraten Putin, der die Ukraine als Land austauschen will, sorgt erneut für Leid, Zerstörung und Flucht von Menschen. Unsere Regierung in Europa und die kapitalistische Marktwirtschaft sind verantwortlich für einen Großteil der Fluchtursachen und anstatt sich dem zu stellen und die Verantwortung zu übernehmen, werden die Grenzen militärisch hochgefahren und die humanitäre Katastrophe durch die GEAS-Reform verschärft. Dieser Widerspruch kostet Millionen Menschen die Möglichkeit auf ein gutes Leben, ein Recht, das wir alle haben sollten. Tausende sterben bereits jährlich im Meer und ertrinken bei dem inneren Wunsch nach Frieden, Freiheit und Wohlstand. Ihnen schulden wir einen Kampf, den wir zu führen haben. Politisieren wir uns und unsere Mitmenschen, zeigen wir lautstark auf den Straßen und überall sonst, dass dieses Unrecht nicht länger bestehen bleiben kann. Kanalisieren wir den Zorn und die Wut auf diese Ketten und zerschlagen sie. Es ist erschreckend, dass wir nach über 100 Jahren Kapitalismus immer noch Menschenrechte erkämpfen müssen. Und deswegen heißt es, brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Danke.